Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Pac-Man Feuergrüne Edition. Ja, im letzten Part haben wir uns einen Gott gefangen. Ein Gott, ja, und schön und so. Ja, ich habe überlegt, dass ich Zwielicht nicht mehr weiter trainieren möchte. Erstmal zumindest. Weil der scheiße schwer zu trainieren ist. Ich möchte lieber... Arceus wird nur in der Pokémon-Liga verwendet, wenn es zu eng wird. Aber die anderen, ich möchte lieber auf die vier Typen. Also Wasser, Pflanze, Elektro-Eis und Feuer setzen. Zwielicht ist Geist. Ist eigentlich nicht schlecht, aber habe ich keinen Bock drauf. Also er hat mir lange geholfen. Genau, ich wollte einen Schutz einsetzen. Er hat mir lange geholfen und war auch ein ganz cooler Teamkamerad, aber ich habe keinen Schutz mehr. Ah, verdammt. Nochmal raus. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe keinen Bock, dass er jetzt die ganze Zeit wilde... Obwohl das gar nicht mal so schlimm, wenn die kommen. Weil... Dann können wir noch ein bisschen trainieren. Und gleich geht's ja los. Wir haben das Gott-Pac-Man. Wir sind bereit für den Ultimate Fight gegen Misino. Yeah. Vielleicht vervielfältigt das ja noch unsere Sonnebonbons oder so. Das wäre ganz cool. Very nice, nice. Würde ich natürlich nicht benutzen dann. Nein, niemals. Wer auf so eine Idee kommt, der lügt. Lügt. Surfer. Bäm in dein Gesicht. Au, das hat dich nicht getötet. Du Arsch, kam hier nur eine Aquaknarre. Ins Gesicht gespritzt. Hässliches Vieh, verpiss dich. Ich mag Zubat. Aber ich mag Zubat nur in der zweiten Gen. In der ersten finde ich das kacke. Weil da wird's nur zu Golbat. Golbat oder Golbat? Golbat, ne? Na egal. Auf jeden Fall. Finde ich X-Blatt cool. Oh Gott, kann da mal was Stärkeres kommen als dieser Fickfuck hier? So, wir wollen Messino finden. Schon wieder Zubat. Ey, da will ich mal ein bisschen trainieren. Da kommen nur diese Gubbelfiecher, die keine Erfahrung. Oh, scheiße, falsche Richtung. Jawohl, aber ist auch kacke. Im Fernsehen. Also ich habe ja Fernsehen gerade nebenbei auf Stumm laufen. Da läuft gerade How I Met Your Mother. Einer der besten Serien, die ich kenne. Schade, dass im Moment nur Wiederholungen kommen. Aber ich finde die Serie so geil, besonders mit dem Bro-Code. Ich habe den Bro-Code selbstverständlich hier liegen. Und da läuft gerade die Folge, für die Leute, die es vielleicht interessiert, wo Robin und Barney zusammen auf dem Sofa sitzen und sie ihm das zweite, den zweiten Song zeigt, den sie in ihrer Teenagerzeit gesungen hat. Ein bisschen random Wissen und so, ne? Die Leute, die die Serie hassen, werden wahrscheinlich gerade denken, oh, Alter, ey, das hätte sie auch sparen können. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen schnacken. Ich habe einen ziemlichen Frosch im Hals. Soll ich was trinken? So ein bisschen Kaffee. Ja, es ist so ätzend mit diesen ätzenden Items da, dass man da nicht rankommt. Da haben sich ja was Tolles ausgedacht, die Macher, dass man da nicht rankommt, ey. Es sei denn, man kann irgendwo oben durchfallen, um dann daran zu kommen, aber das glaube ich eher nicht. So. Nee, da. Nein! Ich will da unten lang. So, Flucht. Oh nö, ne? Hab ich es jetzt verbaut? Nein, wie kann man so... Oder? Kann ich das noch retten? Oh Gott, ich habe gerade gedacht, dass ich es kaputt gemacht habe. Oh mein Gott. Da haben wir noch eine Leiter. Leiter kommt selbstverständlich von Leiden. Da kann ich reinspringen. Da bringt mich das zu den Items. Habe ich jetzt auch keine Lust auszuprobieren. Ich will da rein. Kann ich nachher mal ausprobieren. Weiter geht's. Ne, das war richtig, ne? Da musste ich ja rein. Dann komme ich zu der Leiter, die mich dann zum Ziel bringt, oder nicht? Oh, ein Golbat! Yeah! Ein Golbat! Ich gebe dir einen Surfer! Erstauner. Ich bin total erstaunt. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott.
Tod und Level Up für unser Shylock. Es hakt gerade. Gut. Angriff 47, Spezialangriff 48. Okay, schön ausgeglichen. Aquawelle! Stärke 60. Ja klar. Aquaknarriffe weg. Aquawelle ist aber cool, weil das hat ja noch den Zusatzeffekt zu verwirren. Ja, tut mir leid, Leute, dass ihr jetzt den ganzen Weg hier nochmal mitsehen müsst. Aber ich mag das jetzt nicht rauschen. Oh mein Gott, falsche Taste. Den Goku, wann lernst du das? Oh, da ist eine Tür. Die versperren den Weg, ne? Hallo? Wir haben dieses Buchstaben-Pokémon immer nicht gefunden. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen. Wie jetzt? Hier sind noch Trainer? Oh Gott, der hat 6 Pokémon. Hä? Bäm! Hat keine Wirkung. Ah, Rotom ist ein Geist, ne? Fuck off. Hab ich total vergessen. Ich bin schon verwirrt. Oh ja, genau. Jetzt schlage ich mich die ganze Zeit selbst. Leute, wisst ihr was? Nein, ich schneide das jetzt nicht raus. Ah, da hättest du mal eben dran verrecken können, du blödes Mistvieh. Hier, komm, nimm... Oh mein Gott. Das läuft gerade genauso, wie es nicht läuft. Nein. Hypertrank. Einmal schnell heilen. Ja, gib mir das Stauner, du Arschkrampe. Jetzt ein Piss. Zum Morgengrauen. So, tschüss. Noch ein Rotom. Ey, wir bleiben drin. Biss! Sehr effektiv. Oh, diese Drecksverwirrung immer. Mein Gott. Ich werde mehr durch Verwirrung gehext als durch alles andere. Wow, das Vieh kann Blizzard. Krass. Stirb. Nein, wir wechseln nicht. Na, das sieht echt witzig aus. Ey, was die da sich einfallen lassen haben. Oh, das ist Typ Pflanze. Nice. Nein, Rotom, wir bleiben drin. Das ist Typ Feuer, glaube ich, ne? Sieht aus wie ein Ofen. Scheint zumindest so. Hitzekoller. Ach, wie süß. Hä, warum ist meine Spezialverteidigung gesunken? Eigentlich müsste der Spezialangriff von Rotom extrem gesenkt werden. Noch ein Rotom, ey! Typ Wasser. Piss! Zum Morgengrauen. Tss, lächerlich. Stirb! Tschüss. Tja, das ist nicht mal ein schneller Kampf. Noch ein Rotom. Das Elektro, ne? Fuck. Nee, Wind. Ach, scheiße, ich hätte mal eben schnell heilen müssen. Ach, nö, doch nicht. Das geht auch so. Tschüss. Junge, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so locker da durchkommen. Level 29 für Shylock und... Verrat, du wirst das bitte bereuen. Na toll, jetzt geht er nicht mehr aus dem Weg. Ach, da habe ich gegen den, auch keine Lust, gegen den anderen zu kämpfen. So, Level 29 für ihn. Als nächstes ist dann Bisaknoss dran. Warum? Weil ich das will. Ach, das ist die Leiter, da wollen wir rein. Ach so, ah, okay. Es geht los, Leute. Es ist soweit. Vorbereitung treffen. Hypertrank. So. Wir haben genug Sachen. Okay, okay. Leute, es geht los. Der Ultimate Kampf. Das zu unseren Füßen ist das reinste, der reinste Datenmüll. Wir werden bald auch so aussehen, wenn wir nichts unternehmen. Wir hätten dieses Pokémon niemals erschaffen dürfen. Tja. Oh Gott, es geht los. Missino erscheint. Schlafpuder. Warum beherrscht das blöde Vieh Giftpuder? Hat keine Wirkung, aber es schläft. Gut. Very nice. Giftpuder.
Daneben? Fuck! Komm schon. Komm schon. Vergifte es. Ja, es ist vergiftet. Und er schläft. Geilste Kombo überhaupt. So, Bodycheck. Wieder neben. Was ist das denn? Rasierblatt! Rasorblatt! Komm, Bisa, Knosp, du schaffst es! Vielleicht brauche ich unseren Gott noch nicht. Was ist das? Gut, versuchen wir ein anderes Pokémon. Schneepika! Du bist dran! Er ist aufgewacht. Das vergiftet mein ganzes Team. Oder doch nicht? Ja, wenn wir es nicht so töten können, dann töten wir es halt durch die... Autsch! Shillock, du bist dran! Wir versuchen einfach mal, dieses Ultimate Pac-Man mit einem unserer down zu machen. Warum muss das nicht aufladen für Himmelsfeger? Tausch! Texo, du bist dran. So, mach bitte Drachenwut. Alter, das Vieh macht aber auch einen Schaden. Krasse Scheiße. Zwielicht, du kommst doch nochmal dran. Schauen wir mal, ob die Attacken von dem blöden Vieh auch treffen. Konfustrahl. Keine Wirkung. Jawoll. Und er ist gleich down. Das funktioniert also auch nicht. Man wurde verwirrt, okay. Schattenstoß. Bam. Daneben. Okay, es wird keine Attacke außer Statusveränderung. Daneben. Und er ist tot. Hallo, du bist tot. Fuck, warum beherrscht das wie Dönerblitz? Es ist tot, ja! Wir setzen wieder Bisa-Knosp ein. 2194 Erfahrungspunkte für Bisa-Knosp. Und wir haben den Kampf geschafft ohne unser... Hä? Hä, warum wird der jetzt Arceus gezeigt? Den habe ich gar nicht benutzt. Also Leute, sagt mal ehrlich, das war ja mal richtig Skill, oder? Ich habe das blöde Vieh down gemacht, ohne Arceus einzusetzen. Sauber. Die Löschung hat gestoppt. Scheint, als hätte Arceus uns gerettet. Nein, das war Bisa-Knosp, Mann. Alter, Bisa-Knosp ist der Held. Bisa-Knosp ist der Gott. Yeah, oh. Ja, und ihr habt uns alle fast ausradiert. Diese Trainerin mit roter Kleidung hat das Buchstaben-Pokémon zu früh befreit. Wir konnten das Pokémon nicht fertigstellen. Sie ist schuld. Ihr hättet gar nicht erst versuchen dürfen, Pokémon zu erschaffen. Vermutlich hast du recht. Ich denke, wir werden uns neu orientieren. Neue Planung und so. Was denn zum Beispiel? Vielleicht vereinen wir uns mit Team Rocket und züchten Urmel. Stimmt, ganz am Anfang wurde das ja erzählt, dass Team Rocket den Ultimate-Plan hat, einen Urmel aus dem Eis zu züchten oder sowas. Oh mein Gott, aber schön nochmal aufgegriffen. Sofern das jetzt nicht auch als Erschaffung von Pac-Man gilt. Nein, das ist okay. Geht Urmel züchten. Geht sterben. Geht Urmel züchten. Geil. So, was haben wir hier? Scheint, als werde ich hier nicht mehr gebraucht. Da habe ich wohl eine reife Leistung. Was? Du hast gar nichts gemacht! Ach ja? Das meinst du? Willst du mich verarschen? Du blöder Spacken, ey. Ich fass das ja nicht, ne? So. Alter Schmiede, Bisa-Knosp hat dieses Ultimate Pac-Man down gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich, Bisa-Knosp. Also, ich bin stolz wie Nachbars Lumpi. Wir können mal eben Schneepika wieder heilen. Mit einem Peleber. Bam! Ach, wir können das andere, unsere anderen Teammitglieder auch mal eben schnell heilen. Das will ich, das ist ja egal. ja. Hippotrang! Bam, bam, bam. So. Alle sind wieder geheilt. Sauber. Die Löschung hat aufgehört, aber hier ist immer noch alles am Löschen. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein paar Items finden können vielleicht. Noch ein paar Sonderbonbons wären nicht schlecht, haben wir noch nicht genug davon. Du.
Ich finde, das ist ziemlich doof gekennzeichnet oder überhaupt nicht gekennzeichnet, wo man jetzt Items finden kann und wenn nicht. Wenn nicht. Na egal, die Löschung ist gestoppt. Wir haben gewonnen. Was wollen wir mehr? Bisa-Knosp. Nee, Bisa-Knosp hat heute seinen Dienst erfüllt. Er hat seinen Soll getan. Tausch gegen Schneepika. So. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich möchte gerne zur Parkmann-Liga. Weil das war der eigentliche Grund, warum ich... hier überhaupt in die Siege... Nein, natürlich wegen dem Parkmann. Aber ich will jetzt auch gerne zu der Pokémon-Liga, um gegen die anzutreten. Weil es soll ja auch mal weitergehen hier. Ein Golbert. Yay, das machen wir mal schnell down mit einem Dönerblitz. Dönerschock. Dönerblitz haben wir noch nicht. Bam. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr wenig Motivation hatte, Pokémon Feuergrün aufzunehmen. Was eigentlich nicht nachvollziehbar ist, weil eigentlich ist das eins mit der lustigsten Spiele, die ich hier gezockt habe. Ja. Aber diese Sache mit der Motivaktion und so ist ja schon so, so halt und so. Man lässt sich motivieren, man lässt sich demotivieren, man lässt alles mit sich machen. So, wie war das jetzt nochmal? Den. Ja, ja, Rätsel, Rätsel über Rätsel. Diese Steinrätsel sind gar nichts für mich, ey, ohne Scheiß. Ich rush hier einfach mal so durch. Tja, kein Steinrätsel der Welt kann mich aufhalten. Meine Nase tut weh. Oh. Bam. So, und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ja, da müssen wir jetzt wohl... Ja, hier ist ja kein anderer Gang. Das ist ja ätzend. Ach, ich weiß, wo wir lang müssen. Da, wo die beiden Rocket Foods von standen. Da bestimmt, ne? Ach, Rocket. Ich meine Shocket. Team Shocket. Dynaschock. Indigo Plateau, wir haben es geschafft. Yay! Sauber. Das ist ja cool. Wir haben die Parkmann-Liga erreicht. Puh. All unser Bestreben, all unser Versuchen und Tun und Handeln. Wir haben es geschafft. Sauber, das ist cool. Heilen wir schnell. Ach, hier ist der Shop, okay? Können wir noch was kaufen? Haben wir überhaupt noch Geld, ist die Frage. Oder habe ich alles ausgegeben? Schutz werden wir wohl nicht mehr brauchen. Oh, toll, wir haben gar keinen... Ja, einen Beleber können wir noch kaufen, das war's dann. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part legen wir uns dann mit den Liga-Leuten an. Und ich werde das nicht machen wie in anderen Games, sondern, ich werde das so machen, dass ich versuche, alle hintereinander Platz zu machen, je nachdem, wie viel Zeit. Ich spiele einfach so wie normal. Und schau einfach... nice Level. Ja, gucken wir einfach mal, was daraus wird. Und jetzt werden wir noch ein bisschen trainieren. Habe ich mir so überlegt, dass das schon very nice wäre und so. Autsch! Du behindertes Mistvieh! So, und jetzt töte ihn. Bam! Tot. 600 Erfahrungspunkte. Und immer noch kein Dönerblitz. Oh Gott, ist das nervig.
Noch ein Visenior. Visenior, Visenior. So, Aurora-Strahl. Ja, ja. Tot. Ja, schön. Kratzfurie ist ja... Alter, Kratzfurie ist so behindert in diesem Spiel. Oder gehen wir trainieren? Obwohl, ich habe jetzt gar keine Lust mehr zu trainieren. Ich möchte lieber ein bisschen Action reinbringen, aber was kann ich denn noch tun? Junge, Junge, ich habe gar keine Ahnung. Aber eigentlich muss ich noch trainieren. Alle Level 30 mindestens, oder? Ich habe auch keine Ahnung, was für Level die in der Pokémon-Liga haben. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir nutzen jetzt unsere Sondermoments. Bam. Yeah. Nee, kein Belebereinsatz, ich wollte gerade sagen. Das wäre ja ziemlich dämlich. Wenn wir doch hier heilen können, das ist doch dann total unnötig. So, hier deine Pokémon. So. Sehr schön. Ja, legen wir uns jetzt mit der Liga an oder nicht? Obwohl, wir haben schon wieder 21 Minuten rum. Ich weiß, ich habe gesagt, da nur jede Woche ein Part von jedem kommt, dass ich dann so sozial bin und 30 Minuten Parts mache, aber ich habe gerade gar keine Zeit mehr, sehe ich gerade. Puh, was mache ich jetzt? Bam! Level 30. Ich könnte auch so lange weiter trainieren, bis ich Level 32 habe, dann entwickelt sich Bisa-Knosp auch gleich, aber habe ich keine Lust zu. Ja Leute. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Feuergrüne Edition. Im nächsten Part werden wir uns dann mit der Pokémon-Liga anlegen. Also, bis dann und tschüss, euer Dengoku.